Willkommen zurück zu Sky in the Swap Force. Mitten in einem Kampf geht's wieder rein. Und zwar diese Piraten-Jumpies wollen uns hier bis aufs Letzte niederbeißen. Und die schlagen sich schon gegenseitig K.O. Boah, ich bekomme da langsam die Krise. Hier ist einiges an Action los. Aber kein Problem für unseren Hero hier. Wanted Chaos. Vielleicht sind wir einfach nur zwischen die Schusslinie geraten. Die wollten alle ihn hier attackieren, haben aber dann uns getroffen. Also Leute, ich habe mich nicht verkleidet. Ich bin kein Chaos und ich bin nicht der Gesuchte hier. Aber ich glaube, das ist denen komplett egal. So wie die drauf sind, wollen die nur Ärger haben. Und den können sie natürlich haben. So, der nächste Seelenstein hier. Nummer 3 von 3. Welcher ist es? Man hat es nicht genau gesehen. Unserer! Oh yeah! Ringe des Goldaffen. Adaptive Natur. Schauen wir uns die Vorschau an. Vielleicht sieht in der Vorschau besser aus, als ich ihn spielen kann. Naja, lassen wir uns mal überzeugen. Ja, man sieht halt immer relativ wenig mittlerweile schon. Immer nur die Standardangriffe. Man hat halt keine Ahnung, was der später noch so drauf haben wird. Also muss man ihn kaufen und upgraden oder sonst im Internet versuchen, irgendwie nachzulesen, bei YouTube schauen. Was auch immer ihr haben wollt. Oh! Da werden wir auch ordentlich zu essen haben. Das ist ein großes Luftschiff. Hey, ich hab eine Idee. Finde einen Weg, das Luftschiff zu besiegen, Skylander. Okay, mache ich hier nochmal eine Portion Essen und somit haben wir wieder volle HP. Na super. Na, die lachen nur. Gut, gut. Ich kann natürlich auch halten. 15 Schaden. Wird ein bisschen schneller wahrscheinlich sein. Beim Besiegen. So, warten wir jetzt mal. Oh, der hat uns erwischt. Ja, von keinem Jumpy treffen lassen. Oh, oh. Böse Jumpies. Teleportieren. Okay, setz ihm zu, den Zauberer hier. Ah, hat nicht gereicht. 30 Schaden ist halt fast zu wenig. Wow, aufpassen. Oh, die haben sich gegenseitig verletzt. Fast besiegt wahrscheinlich. Viel wird da nicht mehr fehlen, oder? Oh, doch, eine Menge schon noch. Gut, gut. Hält einiges durch. Okay, unser Skylander braucht eine Pause. Ich will den nicht auch noch verlieren. Wir könnten jetzt mal zur Abwechslung Stealth Elf reinschicken. Leise, aber tödlich. Prinzessin der Ninjas. Wie es scheint. Mit der Krone richtig cool. Fällt mir sehr gut. Hast du eigentlich jetzt schon eine Combo? Ja, kannst du. Boom, und schon tot. Oh nein, das habe ich komplett übersehen. Und zwar hinten hat uns einer noch mächtig zugesetzt. Und jetzt setzen wir eine neue Figur, eine Lightcore-Version drauf. Und die wird uns auf zu den Sternen. Zu den Sternen bringen, aber andererseits mit Lightcore ein bisschen Damage machen. Hat nicht so gewirkt. Ah, ich habe mal kurz angespielt. Starstrike ist schon fast down. Man kann hier nicht nur Kugeln schießen, sondern auch mit der A-Taste die Kugel zurückschießen. Und damit kann man mehr Schaden machen. Also Kugeln schießen und zurückschießen. Eine ist immer fett, die hier. Und dann kann man gut zurückschießen. Warum lassen die unsere Stadt nicht in Ruhe? Wir sind friedliche Landhaie. Wir beschützen die Stadt. Bis zum allerletzten Hai. Ja. Gut. Ich auch. Hoffentlich. Werde ich das noch miterleben. Wir sehen hier bei der Lightcore-Version die Augen leuchten. Genau wie auf der Figur. Und an sich muss ich sagen, Starstrike ist eine absolute Kaufempfehlung von mir. Denn. Mein Stern steigt auf. Wow. Jo. Wie es scheint, ist das das Ende, oder? Ja, so ist es auch. Wir haben den Level hier gemeistert. Hey, alles gefunden. Wow. Jetzt bin ich gespannt. Level 7, Stufenaufstieg. Was haben wir sonst noch? Was in der Mitte? Was fehlt da? Oh, ein Kuscheltier. Wo habe ich denn das übersehen? Keine Ahnung. Speichern und fortfahren. Genießen wir die Cutscene. Tja, jetzt überlegt es sich dieser Chaos zweimal, bevor er sich mit der Eisenmaulschlucht anlegt. Das war echt unglaublich, Mr. Flynn. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, die Skyline
fürchterlich, oder? Ich meine, kablam! Und Flynn, du warst wunderbar. Für ein... Ja, tolle Beiträge von allen. Und du weißt, nicht jedem würde so ein Schal stehen. Also das ist, toll. Tja, gut, dass das geklärt ist. Okay, Mr. Wilcox, wir suchen so ein großes Tintenfischding. Kennst du das? Nein, Sir, kann ich nicht behaupten. Aber ich kenne jemanden in Flossingen, der helfen könnte. Der Zug bringt euch dorthin, aber das dauert wohl ein paar Tage. Wochen. Wir nehmen Whiskers. Er explodiert Tja, nicht so leicht. Wie immer ihr hinkommt, fragt nach Sharpfin. Er ist nicht zu verfehlen. Sharpfin? Der Gauner? Nur ruhig, ich kenne solche harten Kerle zu Genüge. Überlass das Reden einfach dem guten alten Captain Flynn. Boom. Damit geht dann alles schief. Willkommen zurück, Skylander. Bevor du zu deinem nächsten Abenteuer aufbrichst, solltest du Tibbet aufsuchen. Er ist ein alter Schatzjäger, der herkam, um dich zu treffen. Interessant. Ich habe mich schon gefragt, wie es das gehört. Hier haben wir übrigens die Tafel, wo man sieht, was man für einen Bonus bekommt. Und natürlich den Wochentag, bis ihr den Bart seht, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber trotzdem. Bonus ist schön. Hier haben wir noch ein kleines Paket für uns. Was ist drin? Ein Katzenhut. Oder Waschbär? Katze. Puma-Hut. Okay, alles klar. Ziehen Rüstung. Nee, will ich nicht haben. Okay, was können wir noch machen? Einerseits upgraden mit den Skylanders. Weiß ich nicht, wollt ihr das überhaupt sehen? Ich meine, ich kann es natürlich zeigen. Oder ansonsten kann ich so machen, dass ich das offscreen mache. Hey, jetzt könnte ich eigentlich das hier schaffen. Wenn wir gerade dabei sind, 61 Damage macht. 92 Critical Hit. Habe ich eigentlich jetzt irgendwas falsch gemacht? Nein, 14, 15. Wir haben es bald. 16, 17. Und der letzte. Jawohl, 20 von 20. Das können wir natürlich auch noch länger machen. Ich habe mir mal ganz kurz die Stadt hier angesehen. Und da sind mir natürlich diese Stationen hier aufgefallen. Sag mal, für was sind die? Hey Skylander, ich bin Tibbet, Schatzjäger der Extraklasse. Wusstest du, dass die besonderen legendären Schätze mächtige Objekte sind, die dir bei deinen Abenteuern helfen können? Du glaubst mir nicht? Dann nimm diesen legendären Schatz an dich und staune, wie du seine unglaubliche Macht nutzen kannst. Plus 5 Fernkameras. Dir sind sicher diese Schatzpodeste in der ganzen Stadt aufgefallen. Genau die. Wenn du einen legendären Schatz hier platzierst, entfaltet er seine Kraft. Na los, setz ihn auf das Podest. Dann zeige ich dir, wie du ihn benutzt. Aha, okay, ich dachte nämlich unten irgendwo auf Baumstämmen. Gut, dann werden wir den hier platzieren. Einen Schatz, 5 Fernkampfrüstung, nein, Goldschub. Das hört sich interessant an. Rüstung brauche ich auch nicht. Okay, muss ich kaufen. Plus 10 Glück, Nahkampf. Also Nahkampf, Nahrungsgewinn. Plus 10 EP-Schub. Ich glaube, das Gold wird am besten sein. Was haben wir sonst noch zu verzeichnen an Schätzen? Nix mehr. Schaut mager aus. 9 von 48 haben wir. Und ich werde einfach mal das Gut hier platzieren. Gut gemacht, Skylander. Halte auf deinen Abenteuern die Augen nach legendären Schätzen offen. Das war's. Wenn du alles in der Stadt erledigt hast, geh zu Tessa. Ja, ich glaube fast nicht, dass man mit den ganzen legendären Schätzen hier bei den alten Skylanders die ganzen Heroic Challenges, also die Boni davon, wettmachen kann. Da wird man wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht werden. Also gut, deswegen mit den neuen Spielen so gut wie es geht. Und natürlich kann man am besten die Swap Force Skylanders benutzen. Oh, warte mal. Warte mal, nicht dein Ernst, ich kann da nichts platzieren. Na gut, dann eben nicht.
Hilft dir nichts. Tja, jetzt bin ich abgekommen. Was wollte ich noch sagen? Okay, Skylander. Wenn wir den alten Terra-Tintenfisch finden wollen, müssen wir Sharpfin in Flossing aufsuchen. Ihm gehört da der Schrottplatz und er handelt mit seltenen Gegenständen. Dazu gehören auch Informationen und genau die brauchen wir. Moment, sagtest du Schrottplatz? Klasse! Vielleicht kann mir dieser Sharpie ein paar Teile für mein Schiff geben. Los geht's! Boom! Okay, da reisen wir natürlich hin. Auf geht's. Was für ein äußerst netter Ort. Tut mir leid, Flynn, aber nur so finden wir den Terra-Tintenfisch. Und wo? Das ist eine Geisterstadt. Oh, hey, da drüben ist etwas. Wie geht's denn so? Ich bin Flynn, der beste Pilot des Skylands. Du kennst mich wahrscheinlich nicht, weil du hier in diesem Kaff wohnst, aber ich bin eine ziemlich große Nummer in der zivilisierten Welt. Wir suchen nach Baron Sharpfin. Er kann uns angeblich mitnehmen. Es geht um wichtige Skylander-Geschäfte. Hallo? Das gefällt mir nicht. Tja, wirklich freundlich ist er nicht. Nein, das... Oh nein! Whiskers! Vorsicht! Ich muss euch leider mitteilen, dass Sharpfin ab heute nicht mehr der Baron ist. Dieses Gebiet steht unter einer neuen Verwaltung, sozusagen. Ihr seid jetzt die geschätzten Gäste des großartigen Baron de Shellshock, Diener von Lord Chaos, mit dem besonderen je ne sais quoi. Bienvenue im neuen Flossinge! Der miese Shellshock hat uns eingesperrt und Whiskers fissiniert. Vorsicht! Whiskers greift gleich an! Gut, dann werden wir diese beiden mal retten. Natürlich, das lassen wir uns nicht gefallen. Also, auf zum Angriff hier. Das ist ja cool, dass das gleich mal ein Boss ist. Mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. Oh, verdammt. Schön Damage austeilen. Aber viel haltet er nicht von unserer Angriffstaktik hier. Der Käfig ist absolut ausbruchssicher. Nein, ist er nicht. So, ich muss unbedingt... Ah, die... Nein, oh, war das knapp. Dein kleiner Vogel dient jetzt mir. Oh ja. Ah, in der Luft kann ich nicht. Oh mein Gott. Ach, was mein Junge hier. Ein kleines Vögelein hat und mir immer... zugezwitschert, dass du verlieren wirst. Nein. Immer schön Acht geben, wo die Kugel sich befindet, damit man sie wieder zurückschleudern kann. Das ist ziemlich wichtig hier bei Star Strike. Denn die macht den meisten Damage. Whiskers ist frei. Da fällt mir ein, ich habe noch etwas Dringendes zu erledigen. Au revoir. Da haut er ab, was für ein Feigling. Skylander, du musst uns helfen. Ja, ich komme mir schon. Ich bin gerade erst mal warm geworden. Was ist das? Ist das der Baron? Was haben wir denn hier? Ein Skylander, was? Ich bin Sharpfin. Die olle Krabbe da hinten tritt hier im Ort auf, als würde ihr alles gehören und liefert dann einfach so meinen schwer verdienten Besitz an einen Chaos. Ich sag dir was, hilf mir den Typen aus der Stadt zu kriegen, dann hast du was gut, zumindest für kurze Zeit. Okay, Skylander, du verfolgst Shellshock und wir suchen Tessas Vögelchen. Okay, alles klar. Ich hätte mal was ganz was anderes für euch und zwar, wenn wir jetzt schauen mit unserem... sehr, sehr schnell beinigen. Unser schnellfüßigen Skylander. Können wir uns richtig cool vorab bewegen. Und dann hauen wir noch drauf. Ich brenne auf den Weg. Aus der ersten Generation. Die Schuhe hier. Wenn das halbwegs steht, können wir mit den Flügelschuhen uns jetzt um einige schneller bewegen. Und man sieht schon, das hat richtig Potenzial. Man kann hier sich schnell vorab bewegen. Man ist wirklich um einige schneller. Sind Skylander das Gespensterelement stärker. Schnell tot, wie es scheint. Du hast es wahrscheinlich verdient, da eingesperrt zu sein. Was? Bist du etwa immer noch sauer? Meint sie Flynn? Meint sie uns? Wir waren ja nicht eingesperrt. Was auch immer. Chompy Bollwerk. Oh, okay. Alles klar. Die werde ich mal gekonnt ignorieren. Und hier gleich mal weitergehen. Und das war's schon mit den Schuhen. Richtig fies. Naja, wenn wir schon dabei sind, dann werde ich mal kurz hier zeigen,
einerseits die Drachenhöhe, Dragon's Peak, die kann man natürlich als Waffe benutzen. Und natürlich schön knusprig. Aus der ersten Gen. Na super, jetzt ist schon alles tot. Ah, nein, da lebt noch ein Jumpy, komm. 12 nur, wow, interessant. Aber ich glaube, der finale Schlag, die Explosion, hat dann um einiges mehr hier einen Schaden angerichtet, beziehungsweise hätte es so sein sollen, wenn der Jumpy noch gelebt hätte. Nur der hat es schon überstanden gehabt. Gut, nehmen wir als nächstes Objekt zum Testen mal das Piratenschiff. Das habe ich ja schon mal gezeigt, wo ich meinte, das hat ja überhaupt keinen Damage gemacht. Nun, überzeugen wir uns doch nochmals erneut. Wir brauchen eigentlich nur die finale Explosion. 128 war es. Wie willst du es anstellen, mich zu fangen gehen? Dir fehlt die Stufenaufstieg. Ja, wie auch immer. Den fangen wir schon. Achso, warte mal. Hätten wir das mit den Jumpies hier aufspringen sollen? Nein. Und zwar gibt es Dynamit hier. Ja. Sunburn mit der coolen Phoenix-Fähigkeit. Dynamit. Oh, hat nur 12 Sekunden Zeit hier. Also, dann müssen wir uns wohl beheilen. Go, go, go. Zack. Früher gab es ja diese Bomben. Auch ganz, ganz nett. Nun, dann werden wir wieder Starstrike in Angriff nehmen. Sunburn mit einem Kurzauftritt, aber den kennt ihr doch alle. Auf zu den Sternen. Ihr kennt den doch sicher aus Skylanders Spyro's Adventure. Ich bin dir immer einen Schritt voraus. Fang mich doch, wenn du kannst, Skylander. Nur kannst du nicht. Vorsicht da draußen. Niemand sonst soll sich verletzen.